machen sie eine beunruhigende Reise. Eine furchtbare Reise. Zu einem Schlachtfeld, das sie nicht in den Geschichtsbüchern finden. Nicht, weil die Soldaten es vergessen hätten, sondern weil es zu schrecklich für sie ist, sich daran zu erinnern. Wir haben Schreie gehört. Furchtbare Schreie. Ich habe noch niemals so furchtbare Schreie gehört. Der für einen Oscar nominierte Martin Sheen. Sie werden diese Männer ausfindig machen und Verstärkung anfordern. Dann werden wir mit dieser traurigen Angelegenheit fertig sein. Zwei Feinde sind gezwungen, es mit dem Unbekannten aufzunehmen. Gemeinsam. Corbin Burnson, nominiert für einen Emmy und den so Golden Globe. Liegen, glaube ich, dass es im Interesse unseres Feldzuges wäre, wenn wir unsere Meinungsverschiedenheiten zeitweilig vergessen. Adrian Pesta aus Top Gun. Ich hab satt, dem Colonel immer erklären zu müssen, wieso sie sich so merkwürdig aufführt. Cinder Williams als geheimnisvolle Sklavin. Nur Rebecca weiß, wie man dieser Sache ein Ende bereitet. Hier, Maya, wollen Sie mir weismachen, dass Rebecca etwa eine Hellseherin ist? Ray Wise aus Twin Peaks. Verlieren Sie nicht Ihre Männer, Harling. Lassen Sie sich in kein Gefecht verwickeln. Feuer! Sie sind gezwungen, Widerstand zu leisten gegen das Unbeschreibliche, Feuer! Gegen die Unaufhaltbaren, gegen die lebenden Toten. Wir feuerten mit allem, was wir hatten, aber sie waren nicht aufzuhalten. Es waren unsere Männer, die das getan haben. Es sind nicht unsere Männer. Wenn Sie dort oben in Freiheit bleiben, werden Sie eine Armee aufstellen, die es noch nie gegeben hat. Ich werde deine Knochen zermalmen. Und den Staub im Wind zerstreuen. Rebecca! Regie führte der Regisseur von Hearts of Darkness, Killing Box. Es ist eine merkwürdige Welt, John. Merkwürdiger, als du denkst.